hier ist Heini. Jetzt geht das weiter mit Regen, nee, mit dem Agrarsimulator 2013. Und da regnet gerade, sehe ich. Ach du dickes Ei. So, das ist meine Schlüsseligkeit. Ich habe die Seemaschine angelassen. Der hat natürlich überall was hingeplant. Was nicht soll. Als erstes gucken wir mal eben die Tiere nochmal, ne? Das ist immer ganz wichtig. Schweinestall, Hemmnix zu fremden. Ganz wichtig, dass die was zu essen kriegen, ne? Jo, prr. So, da wollen wir mal kicken. Bin ich jetzt hier bescheuert oder was? Da. So, dann nehmen wir hier mal so ein bisschen weg. Dann müssen wir mal gucken, wo wir gerade waren. Wo die nochmal jetzt... Sag schon. Wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, wir wollen pressen, ne? Meine ich wohl. So, Säcke haben die auch nicht mehr. Die kriegen noch ein paar Säcke da rein. Was ist hier mit? Eier, komm. So. Das Eier voll. Dann wollen wir doch mal eben sehen. Der kriegt auch noch einen Eierkasten dahin. Kick. Hexen sind am Panko backen, hat meine Mutter mal gesagt. Blauer Himmel und Regen mit Sonnenschein. Kenne ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Hexen sind am Pfannkuchen backen. Hat sie immer gesagt. Oh, 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 oh. So, jetzt wollen wir mal kicken. Das wie hier ist das leer. Dann müssen wir mal wieder ein bisschen was ernten. Gleich, ne, dass was hinkommt. Nicht alles wegkarren oder so, sondern eben da wieder hinbringen. So, komm, mein Junge. Haben wir alles. Ich muss mal gucken. Dann haben wir all hier. Ich schreibe mich nicht so an. Ich glaube, ich spinne. Du bist ja schlimmer wie die Merkel. So. Noch im Endeffekt Tüten. So. Dann müssen wir mal gucken, dass wir gleich können wir. Ich überlege gerade. Genau, wir können das mal eben den Überladewagen, den alten History-Ding kaufen. Damit können wir wieder Säcke machen, ne? Und den Lager wieder voll machen. Das ist eine gute Idee. Ich kriege so eine kleine Erkältung, also nichts bedenken. Nicht, dass ich wegen Malaria oder Schwindsucht oder so. Nee, irgendwie eine Nase läuft, Erkältung oder irgendwie so ein Scheiß ist das. Ja, die Schweine, die freuen sich auch schon, wenn die auf den Schlachthof kommen. Doch, ein Sack noch und dann ist gut. Dann wollen wir gleich mal gucken, was wir noch an den Silos drin haben. Wir hatten da ja wieder was reingekippt. Da hinten, da können wir die Ballen pressen. Seht ihr da hinten, ne? Die Schwaden, die sind da. Dann können wir mal gucken, was in den Silos drin ist. So. Schweinestall ist jetzt 3 drin. Silos 9000 und Weizen. Wieso ist noch kein Weizen drin? Hat er den dann eingekippt? Warum? Oh ne, das sieht man ja erst, wenn der jetzt da drunter ist wieder, ne? So war das auch, ne? Mähdrescher ist drin, ne? Jetzt muss ich eben kicken, ne? Wenn man jetzt einen Tag Pause macht, dann ist das immer so. Ja, der ist leer. Aber wie gesagt, im Patch ist das behoben, ne? Nix bedenken. Schon ein bisschen im Runterfahren. Und dann wird das angezeigt nochmal. Wie viel Weizen ich hatte. Ich glaube, das war auch irgendwie 3.000, 4.000 oder so, ne? So, 4.000 und Weizen haben wir, ne? Okay. Das ist fein. Dann werden wir als erstes gleich mal die Ballenpresse eben kaufen. Jetzt muss ich eben overliegen. Wir wollen eben Säcke, brauchen wir. Dann kaufen wir mal eben den... Wir haben doch den Cayenne auch, oder welchen haben wir? Da können wir auch ja Weizen und sowas und dann wieder leer machen. Genau. Wir brauchen nicht extra neu kaufen, da wäre ja schwachsinnig, ne? Da kippen wir ein bisschen was drin. Wie gesagt, ich fühle mich nicht ganz so super heute. Also darum bin ich auch nicht irgendwie, wenn ihr mal einen Spruch vermisst oder so, auch nichts bedenken.
Ich bin nicht ganz so super drauf, aus familiären Gründen leider. Also nichts bedenken, ne? So, da wollen wir mal gucken. Weizen als erstes. Ne, Sonnenblumen geht auch. Hallo? Bist du besoffen oder was? Oder ist da noch was drin gewesen? Ah, da ist noch was drin. Alles klar, da ist Weizen drin. Das muss natürlich erst leer gemacht werden. Und den bringen wir gleich in den Schweinestall rein. Ach ne, wir sind ja hier richtig. Wir müssen ja diese Seite hin, ne? So, wunderbar. Leeren. So, hier kommen die Säcke nämlich hin. So, die können wir da wegnehmen. Die können wir dann erstmal hier reinpacken. Paar. Toll, und ich bin so blöd, ne, manchmal. Du, manchmal muss ich echt einen in den Stock haben, ey. Ich wollte den doch auch in den Lager packen. Naja, so kann ich den auch erstmal voll machen. Dann haben die erstmal hier was zu fretten. Und dann hauen wir den erstmal mit Weiz, mit Mais wieder voll. Und die Säcke kommen dann auch erstmal in den Keller. So. Und im Patch und den Add-on, da wird das ein bisschen anders sein hier. Da könnt ihr dann richtig aussuchen, die Menge eingeben, was ihr haben wollt, ne? Ist auch super gelöst. Da werde ich auch demnächst jetzt in den Tagen ein Video von machen, dass ihr das seht, wie das funktioniert. So, den Leersack kommt doch jetzt drin. Und dann wollen wir mal sehen, dass Merkel genug zu fretten hat, ne? Säcke alle da, ja, easy. So. Jetzt holen wir mal ein bisschen, sag schon, Mais. Ne? So. Ach, Mais ist auch nicht viel da, ne? Können wir ja noch gar nicht. Egal, machen wir das so. Ist er noch nicht leer oder was? Will er mich verarschen? Achso, Sonnenblumen hat er automatisch gemacht. Dann müssen wir auf Stopp machen. Knallt er das voll, ey. Ich muss mal gucken, jetzt Sonnenblume. Sortiert er den eigentlich ein? Werden wir gleich sehen. Und wer parkt hier eigentlich? Sebastian, ey. Du kannst den Anhänger direkt auf Straße parken. Weil meinst du, wenn der Nachbar da lang fort? So, dann wollen wir mal sehen, was wir dann hier so hinkriegen. So. Regnet er das immer noch? So. Mal gucken. Leeren. Stopp. Bevor wir alles leer knallen, will ich erstmal sehen, ob das überhaupt geht, ne? Ein Sock rollen. So, der sollte normalerweise hier so hin. Ja, wunderbar. Dann knallen wir das mal hier hin, ne? Das wollte ich doch meinen, dass das geht, ne? So, dann wollen wir doch mal eben hier so ein paar Säcke einlagern. Ne? Einfach reinschmeißen da so hin. Wird das automatisch weggesammelt, ne? Hier, da ist auch mal Picobello aufgestapelt, ne? Und Alihop. Und Alihop. So könnt ihr das alles eben selbst wieder die Säcke. Ihr könnt das auch mit den alten Überladewagen machen, ne? Den von History kostet, glaube ich, 200 oder 300 Flocken. Also keine Haferflocken, sondern einfach Milchflocken. So. Komm her, Minion, du auch nochmal eben. Und so könnt ihr euren Lager dann wieder voll machen. Entweder mit dieser Seemaschine wie hier, mit Cayena geht das auch. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt euch extra dafür den Überladewagen holen, dann geht das auch, ne? Das geht prächtig damit. So, komm, Minion, du auch noch eben. Muss ich mich aufregen oder was? Wozu denn hinfliegen? Ich werde gesagt, die Tür zu. So. Muss erstmal gleich gucken, ob die Schweine überhaupt Sonnenblumen essen. Weiß ich gar nicht. Werden wir gleich sehen, ne? So. Und dann machen wir die letzte Sack auch mal eben. Na, ich glaube, wir werden auch gleich erstmal Mais anpflanzen. Dann haben wir auch mal ein Feld mit Mais. Und wir können unser Lager wieder voll machen, ne?
Ist leer, ja. Die Säcke, wo sind sie? Scheune, Keller, da. 11 Säcke haben wir da reingedrückt, ne? Fein, wurde wo. Rein merke sich wieder die Hände. Steuern, steuern. So. Du kommst erstmal wieder zurück dahin. Dann piep ja, also. Mal ischern, ischern, normal. So, dann wollen wir da mal zurück und dann wollen wir erstmal die Ballenpresse kaufen. Dann wollen wir mal so eine Runde pressen, ne? Ach, dann brauche ich ja noch den kleinen Schlepper. Mal gucken, welchen ich da kaufe mit dem Frontlader. So. Dann brauchen wir nur ein kleines kaufen. Ballenpresse, der kommt hier hin. Dann muss ich da mal wegfahren, ne? So, pressen, 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 pressen. Pressen, 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 pressen. Nein, nicht was ihr jetzt. Nein, pressen, 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 pressen. Nein, ich bin jetzt hier pressen. Medien, Flügen, Seen, Spritzen, Wendel, Gabel. Ernten, ich bin ein bisschen durch die Wind, durch die Wind, durch den Wind. Kein Geld. Ich sprech ins Essen. Wie viel Geld? Naja, ich habe gar nicht so viel Geld. Dann muss ich aber den Kleinen eben kaufen. Den History. Ne? Ballen, dann müssen wir den eben kaufen. Der kostet nur 300 und. Dann müssen wir den Trecker mal wegfahren hier. Habe ich den überhaupt noch? Ja, der steht da hinten hier. Ich wollte gerade sagen. Den kannst du da mal stehen bleiben. Den brauchen wir gleich sowieso wieder. Und dann werden wir hier erstmal den History-Schlepper holen. So, die Anhänger. Zack. Der kommt hier so hin. So. Diese Feiode leckert. Machen wir mal Alt 7. Oha, oha. Machen wir mal nicht Alt 7. Weil ich bin so Nebel-Fan. Des Grauens. Und wir können mal einen Sound ein bisschen leiser machen, ne? Das meine ich auch. Also geht wieder um Sack. So, Musiklautstärke, Effektlautstärke. So, mal gucken. Ein bisschen besser, denke ich mal, ne? Komm, Betten Mio. So. Aber ich glaube, wir machen das noch ein bisschen leiser. So. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu laut, ne? Da könnte mich ja gar nicht richtig verstoren. So. Und? Ein bisschen besser geworden, ja. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir jetzt erstmal auf den Acker kommen, damit wir da mal eben den Feld fliegen, nicht, sondern eben. Wie gesagt, ich hätte meine Seemaschine angelassen und schon ist das natürlich dann alles voll gesehen, ne? So. Dann wollen wir doch mal sehen, ob da nicht alles hochbrille oder wir ein paar Bälle kriegen. Ach, dann können wir hiermit auch mal Ballen pressen. Scheiße, jetzt brauche ich den großen Kauf für 100 und ein bisschen. Das können wir später machen, wenn wir reich sind. Ne? So, Kommunion. So, langsam, ne? Fangen wir hinten an. Jetzt gerade los. Naja, Ballenpresse aktivieren. Rechnen wir es nach unten, das ist das Ding, ne? Da wollen wir mal sehen, dass er das Guide. Zack. Ja.
Ja, wir wackeln ein bisschen. Zack. Ein Bild machen ein. So, ist schon mal ein Ball rausgefallen? Nein. Aber ist eine Arbeit. Naja, da kommt ein Ball raus. So, Minion. Nochmal auf mal Action. So, Feldstunde ist schon fast rum. Da ist das. Auch meine Nase geht mir echt auf den Sack, ne? So ein Schrott, du. Ist das schon rausgefallen? Nein. Aber gleich. So, dann wollen wir nochmal am Sehen hier. Komm, los, 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 los. Ah, Kabinenansicht, so zack, und so. Ach, meine Nase geht welche auf den Sack, ne? Meine Fresse, das ist schlimmer wie Merkel. Kann ich angehen. So, dann wollen wir doch morgen sehen, dass das hier alles läuft, ne? Ach, da haben wir schon einen Ball verloren, jetzt geht's los, ey. Einen Ballenanhänger brauchen wir auch noch. Oder eben mit dem Grün geht das auch, ne? Was ist denn los, was ist denn los, was ist denn los, was ist denn los? Jetzt bist du ausgegangen. Abgerissen. Dann müssen wir mal gucken, wer das ist, ne? Dann müsste das wieder verbinden. Ist ganz wichtig. Ne, dann hat er Fuschmorgt. Dann ist hier Zapfwelle da abgesprungen. Ne? Und dann müsste das wieder eben alles hinbiegen. Und los. Das redet aber die ganze Zeit jetzt. Naja, so langsam reicht es ja aber, ne? Also es sind ja noch ein paar Bälle rausgekommen, ne? Aber sind ja noch nicht fertig. So, ich sage auf jeden Fall mal eben tschüss, weil ich wollte die Videos ja nicht zu lang machen, dass es zu langweilig für euch wird. Darum werde ich da weitermachen und im nächsten Video werde ich hier weitermachen, wo ich jetzt bin, ja? Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Tut mir leid, wenn ich heute etwas langweilig war, aber wie gesagt, von mir Probleme leider. Probleme nicht, sondern Schicksalsschlag und von daher tut mir das leid, ja? Also, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.